Willkommen zurück in der Champions League und in der ersten Liga mit unserer wunderschönen Mannschaft Düren. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es gab einen Hotfix für Weare Football 2024 mit einer ganzen Menge Verbesserungen. Es wurde ein Achievement gefixt, es gab im Hotseat-Modus verschiedene Bugs allgemein. Gab es falsche Berechnungen, zum Beispiel wann ein Ergänzungsspieler ist. In der zweiten Mannschaft hat das Lernen von neuen Positionen noch nicht so richtig geklappt und so weiter und so fort. Das Allermeiste ist für uns aber relativ uninteressant. Was vielleicht für uns ein wenig interessanter sein könnte, ist einerseits die Änderung der Zufriedenheit der Spieler. Es gibt jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es einen Zufriedenheitsbonus gibt am Anfang der Woche für die Spieler. Und das Zweite, bei dem Marketing wurde hier der Rekordverkauf pro Saison richtig gemacht und wird jetzt richtig dargestellt. Das war wohl fehlerhaft bisher. Jetzt ist die Frage, ist das bei uns so sehr behoben? Hier steht Rekordverkauf pro Saison, diese Saison 0. Scheint ja nicht ganz richtig zu sein, denn wir haben ja 4 in einer Woche gehabt. Das ist unser Wochenrekordverkauf. Naja, ob das jetzt so richtig funktioniert, ich weiß ja nicht. Ganz egal, wir wollen so oder so in den Verkauf gehen, und zwar von Freundschaftsschals. Wir spielen gegen Lille und die 1000, die wir produziert haben im Spiel gegen Arsenal, wurden alle verkauft. Und jetzt wollen wir mal so richtig reingrinden und hoffen mal, dass wir uns nicht übernehmen, wenn wir mal 5000 bestellen. Wir wollen uns jetzt so langsam rantasten an die Zahl, die wir produzieren können in den Champions League Spielen, die dann im besten Fall auch wirklich verkauft werden. 1000 sind weggegangen. Gehen auch 5000 weg? Wir werden es ganz, ganz bald erfahren. Ich freue mich drauf. Wie sieht's denn aus mit dem Zufriedenheitsbonus? Naja, Camilo Beach ist nicht so richtig zufrieden. Der Freund der Regenwürmer hat was für ein Problem? Zu wenig gespielt. Ja, ansonsten sollte aber alles passen. Ah, guck mal. -3, kaum Verständigung im Team möglich. Das ist noch ein großes Problem. Aber er lernt ja Deutsch, oder? Nein. Er lernt kein Deutsch. Das ist neu. Eigentlich war es immer so, dass wenn wir neue Spieler dazugeholt haben, sie dann auch die Sprachen gelernt haben. Aber anscheinend lernt er gerade erstmal Yoruba zu Ende, bevor er Deutsch lernt. Macht ja auch total viel Sinn, Camilo. Okay, das ist dann wirklich ein Grund, warum er unzufrieden ist. Aber daran können wir gerade nicht so super viel ändern, ehrlich gesagt. Ja, okay. Zum Glück ist er überbezahlt, zum Glück haben wir eine hohe Stadionauslastung, zum Glück ist er ein Nationalspieler. Viele Dinge, und er hat eine lange Vertragslaufzeit, wir haben guten Erfolg gerade im Verein. Das wirkt sich im Endeffekt so aus, dass er am Ende noch so halbwegs zufrieden ist. Wir werden nochmal eine Ansprache machen und eventuell können wir dann seine Zufriedenheit ein klein wenig steigern, aber das ist natürlich schon ein Problem. Plani Cox, bei dir ist es ja nur zu wenig gespielt. Und Blanche, Dr. Blanche, auch. Okay. Ihr seid aber alle nicht unterbezahlt. Das ist erstmal sehr wichtig. Wir sind relativ gut dabei. Wir könnten gern nochmal kurz Maike ein wenig Liebe zeigen. Vielleicht auch nochmal mit ihr so eine Fahrradtour machen, warum denn nicht? Aber am Sonntagabend. Denn die Woche hier wird ordentlich besetzt sein. Team Scouting gegen Lille. Weiß ich nicht, ob das reicht mit einmal Scouting und einmal Videotapering. Da könnten wir vielleicht wirklich nochmal schauen, ob wir noch ein zweites Mal in dieser Woche reingehen und Lil einmal scouten. Ich würde sagen, wir machen das. Da seid ihr, Termin vereinbaren. Perfekt.
Und auf geht's in die Woche. Gehaltserhöhung für Mika Stöcker. Ich weiß nicht, wer du bist, aber wir hören uns das gerne an. Aber nach dem Spiel. Nee, Tizian Poletti möchte ich nicht haben. Und Spieler schicken können wir gern machen. Meinetwegen doch gerne mal Christoph Damm nochmal. Wir brauchen eine frische Woche. Klar, wir haben hier einen tollen Frischewert, mit dem wir reinstarten. Allerdings haben wir zwei Spiele, das wird anstrengend, können aber auch gut wechseln. Von daher sind wir unterm Strich eigentlich ganz gut dabei. Wir üben definitiv nochmal Elfmeter hier. Und dann ein paar Kopfbälle nochmal, ein paar Torabschlüsse. Zwar ganz entspannt, aber dass wir das hier nochmal hochhalten. Taktisch sind wir perfekt aufgestellt. Das ist richtig toll. Gegen Bayern vielleicht nochmal zwei Kämpfe. Ecken in den Strafraum und Freistöße üben. Und am Sonntag machen wir wirklich nur einen frischen Tag. Sehr schön. Denn die Woche darauf, ja, haben wir sogar noch so eine anstrengende Woche mit DFB-Pokal und ein ganz normales Ligaspiel. Und hier hätten wir die Spielerneubewertung. Darauf freue ich mich auch. Das wird richtig toll. Am 2. November. Das finde ich immer so spannend, wie sich die Spieler entwickelt haben. Das finde ich cool. Und wann sind dann die nächsten im April wieder? Oh, das wird alles so spannend, meine Lieben. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich auf alles, was kommt. 0815, Sid van Sluter, komm hier rüber. Wer nicht mehr an seinen individuellen Fähigkeiten arbeiten kann, ist einerseits total rot und das ist andererseits, war das Gorby Bandito? Nein, John Wayneys war das, genau. John Wayneys ist der andere, der nichts mehr auslernen kann. Hat jemand noch frische Probleme? Makun. Feiner Pflick noch Konditionsprobleme. Aber dich werden wir jetzt nicht in Konditionstraining schicken, weil dann hast du echt keine Frische mehr. Und Makun, du sollst auch lieber die Torabschlüsse mit trainieren. Wir lassen euch alle in dieser Woche hier. Nur 0815 und Sid van Sluter arbeiten so ein bisschen an ihren individuellen Fähigkeiten. Fein Herb Flick. Du hast toll gespielt. Artoriu. Du spielst in letzter Zeit echt genial. Du bist in Topform. Sehr schön. Und Neo Lamprecht hat Stürmer gelernt. Wie schön. Jedenfalls als Nebenposition. Und dann geht's rein ins Spiel gegen Lille. Ich bin gespannt, was daraus werden wird. Wir führen gerade die Tabelle an mit 4 Punkten und einer Tordifferenz von 3. Das war sehr glücklich, müssen wir zugeben. Aber das ist uns egal. Lille ist jetzt in Zugzwang. Die haben nur einen Punkt geholt, haben aber auch 4 Tore gemacht. Also die sind nicht zu unterschätzen. Selbstverständlich nicht. Wir gucken uns deren Kader an und sehen, eieiei, das hier ist ziemlich heftig, was sie uns entgegenzusetzen haben. Die Promis sagen, sie gewinnen auch gegen uns. Jetzt schauen wir mal, wie wir hier in das Spiel reingehen. Lupo, bist du noch gesperrt in den Ligaspielen? Ich glaube nicht, oder? Das heißt, wir können dich einsetzen, müssen es aber auch nicht. Wir beginnen erstmal mit der Abwehr. Sven Jacobi und Arturiu
kommen links und rechts rein. Dann brauchen wir Dr. Useful Blanche für den Künstlerindex und ja, Plani Cox. Dann hätten wir noch Gromlock und 0815 auf der Bank, Sirigu Raimundo und Erik Obst für links und rechts. Das sieht erstmal gut aus. Feiner Pflick macht natürlich Sinn für den Künstlerindex. Ich hau trotzdem erstmal Irbis Leitner rein. Vielleicht werden wir dich nochmal auswechseln. Links kommt Go hin. Rechts selbstverständlich Christoph Damm. Camilo Beach wird ausgewechselt mit John Wainies. Dann haben wir mit Tycoon und Marco natürlich zwei tolle Spieler für den Künstlerindex. Marco haut den zweiten Künstler rein, Tycoon den zweiten Teamspieler. Wir könnten die erstmal genauso spielen lassen und könnten später Tycoon auswechseln gegen Gorbi Bandito oder Lupo Schrage. Und könnten dann Feiner Pflick für Irbis Leitner bringen, um dann hier den Teamspieler mit reinzubringen. Oder Erik Obst für Arturio. Müssen wir dann halt schauen, wie es aussieht. Ich glaube aber, dass wir so ganz gut dabei sind. Künstlerindex passt, Motivation passt, Eingespieltheit passt. Und vom Teamwert sind wir gleich stark. Ja, also Lil ist hier auch richtig gut aufgestellt. Ein 12,1er hier. Wow. 11,7, 11,9 im Tor, 11,3. Also das wird wirklich eine Herausforderung, aber ich glaube, wir können uns diese Herausforderung tatsächlich stellen. Ich glaube, wir sind soweit. Wer kommt noch mit? Ich würde sagen, Lupo auf jeden Fall. Gromlock brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir haben 0815, falls hier in der Innenverteidigung was schief gehen sollte. Feiner Pflick könnte auch in der Innenverteidigung helfen. Sirigu Raimundo könnte für Go kommen, falls irgendwas ist. Ich glaube, Gromlock und Götterfunke bleiben hier zu Hause. Ich bin sehr selbstbewusst, was das angeht. Wir gehen wieder hauptsächlich durch die Mitte. Aber gönnen hier den Spielern an der Seite auch ein paar Szenen. Wir spielen, ja, ein abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel. Könnten wir durchaus fahren gegen einen gleich starken Gegner. Oder wir versuchen Ballbesitzfußball. Vorsichtig offensiv. Ich glaube, wir versuchen es mal mit Ballbesitzfußball. Das wird nicht einfach. Wir haben keine Schwäche. Also vielleicht hier die DMs. Rufus. Seguin. Oder Aitor Tapia. Boah, das ist nicht einfach hier wirklich zu sagen, da ist irgendjemand eine Schwachstelle. Ich würde behaupten, niemand ist hier eine Schwachstelle. Die Innenverteidiger kümmern sich um den einzelnen Stürmer. Das ist natürlich für uns ganz gut, dass wir uns da nur um einen kümmern müssen. Aber die offensiven Mittelfeldspieler werden auch gefährlich. Weil wir können halt nur zwei Sonderbewachung einstellen. Es sieht heute nur diese eine Aufgabe. Ja, damit gehen wir vorerst rein. Und wir sagen, wir haben einen guten Lauf, jetzt nicht nachlassen. So, gehen wir rein ins Spiel. Düren gegen Lille vor 27.500 Zuschauern und hoffentlich 5.000 verkauften Freundschaftsscheids. Anpfiff Düren gegen Lille. Ich bin so gespannt, wie wir uns anstellen werden. Sechste Spielminute, es ist noch nicht viel passiert, aber Düren hat ein bisschen mehr Ballbesitz.
Ballbesitzfußball bedeutet ja auch, dass wir mehr Ballbesitz haben wollen. Dass es jetzt zurückgeht, bedeutet, dass unsere Taktik nicht ganz aufgeht. Aber unterm Strich ist es ein ausgeglichenes Spiel. Es gab noch keine Chance auf gar keiner Seite. Das Mittelfeld ist stark umkämpft. Wir sehen bei Lille einen guten Künstlerindex. Sie haben zwar nur einen Künstler da drin, aber der ist ein Künstler der Stufe 2 mindestens. Wir schauen uns das kurz an. Ja, der Stufe 2. Von daher passt das allerdings. Wir hauen nochmal alles rein. Kurz vor der Pause. John Wainis mit dem Freistoß. Und Elise Pichon hält den Ball und wehrt ihn zum Eckball ab. Christoph Damm führt die Ecke aus, spielt ihn in den Strafraum und dort ist Sven Jakobi. Nochmal gehalten von Elise Pichon. Die nächste Ecke für Düren von Christoph Damm, unserem Spezialisten für solche Fälle. Der spielt auf John Wainis, verlängert auf Sven Jakobi. Tor, Tor, Tor für Düren und das Stadion bebt und es sieht so schön aus. Es sieht so schön aus, wie viele Fans mittlerweile hinter Düren stehen. Ganz, ganz toll. Wir stehen hier nach einer Standardsituation mit 1:0 in Führung im Spiel gegen Lille. Sieht sehr, sehr gut aus. Wir brauchen noch nicht wechseln, können aber loben und tadeln. Makun zum Beispiel hat nicht gut gespielt, das kannst du besser. Hat noch jemand nicht so gut gespielt? Ja, alle so halbwegs gut. Jemand sticht besonders hervor und das ist Sven Jakobi. Du spielst super, mein Freund. Einmal richtig schön abgezogen und jetzt nach der Verlängerung von John Wainis war das, glaube ich, noch ein schönes Kopfballtor gemacht. Christoph Damm auf John Wainis, dann Sven Jakobi und der hat hier das Tor gemacht. Richtig, richtig schön. Wir sehen auch, John Wainis allgemein hat 3 Vorlagen gegeben in der Champions League. Das ist schon sehr, sehr cool. Und die Tore, ja, auch ordentlich von den Verteidigern gemacht worden. Auch Iris Leitner hat 2 Tore gemacht. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, wir bleiben genau so und gehen in die zweite Halbzeit rein. Gehen vielleicht in ein bisschen mehr Power rein, denn ich denke, Lille will jetzt nachsetzen. Und die werden versuchen, jetzt den Ausgleich hinzubekommen. 57. Spielminute. Es ist wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Es gibt kaum eine Chance, die rausgespielt wird. Hier kann eine einzige Situation sehr gefährlich werden. Christoph Damm holt sich den Ball, spielt auf Tycoon. Tycoon mit dem Pass auf Go. Go setzt sich durch, spielt auf Christoph Damm. Der trifft nur die Oberkante der Latte. Das wäre ein Traumtor gewesen. Und ich hätte Go diese Vorlage sehr gegönnt. Schöner Angriff. Nächster Angriff von Lille. Diesmal setzen die sich durch. Da kommt Milan Giro, spielt auf Seguin, Rufus Seguin und Tudor Roth kommt da noch ran, aber kann ihn nicht weit genug abfälschen. Das war nicht die beste Situation für Roth. Den hätte er eigentlich haben müssen. 64. Spielminute, 1:1 und jetzt wird's nochmal so richtig spannend. Wir gehen in die Auswechslung rein und gucken, was wir machen können. Ja, rechts können wir Erik Obst reinsetzen, Arturio kann nicht mehr. Im offensiven Mittelfeld kommt Camilo Beach. Wir geben Lupo Schrage die Chance. Der hat sich gewünscht, in den Kommentaren mal rechts eingesetzt zu werden. Dann machen wir das auch mal. Gorbi Bandito kommt nochmal. Wir versuchen hier den Sturm, der sich hier noch nicht so richtig beweisen konnte, komplett auszutauschen. Wie sieht es mit dem Künstlerindex aus? Wir haben 2 Teamspieler, 2 Künstler. Ja, das passt alles. Ein Wechsel haben wir noch übrig. Ihr haut jetzt nicht nur alles rein, sondern Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Ich möchte euch sehr offensiv sehen. Kommt schon, Düren, zeigt, was ihr könnt. Ich sehe es doch, dass ihr brennt für
die Gruppenphase. Da können wir nicht Lil ein Lucky Punch überlassen. Doch hier, kontern sie nochmal. Das könnte die Führung sein, wenn sie das durchsetzen. Da kommen wir irgendwie nicht ran. Doch Sven Jacobi in der letzten Sekunde grätscht noch dazwischen und holt den Ball. Das war so gefährlich. Sven Jacobi spielt heute wirklich ein herausragendes Spiel. Nicht nur mit seinem Kopfballtor, sondern auch in der Verteidigung. Ganz, ganz stark. Erster Grund, warum es hier überhaupt unentschieden steht. Dr. Useful auf Camilo. Auf Christoph Damm. Christoph Damm kommt nicht vorbei an Elise Pichon. Doch Christoph Damm kann nochmal einen Eckball schießen. Darin ist er besonders gut. Spielt den Eckball in die Mitte und findet leider niemand. Wird Düren nochmal die Chance bekommen, sich hier einmal noch zu beweisen? Wir brauchen noch eine Chance. Bitte, Düren, bitte, bitte, bitte. Doch dieser Wunsch scheint uns nicht erfüllt zu werden. Nach richtig starken Spielen und teilweise auch ganz viel Glück, was Düren hatte, haben wir dieses Mal ausnahmsweise mal Pech gehabt, verlieren 2 Punkte an Lil, indem wir nur einen Punkt mitnehmen. Aber das hat sich Lil auch hart erkämpft. Interessant. Getafe hat gegen Arsenal 2-1 gewonnen, wodurch wir auf dem ersten Platz bleiben, trotz des Unentschiedens, weil wir ja mit Getafe vorher unentschieden gespielt haben. Sie haben auch unentschieden gegen Lille gespielt und damit bleiben wir auf Platz 1 mit 5 Punkten und einer Tordifferenz von 3. Es bleibt aber noch alles offen, weil wir ja immer noch mit einer Niederlage von Platz 1 auf Platz 4 runtersinken könnten. Wir sind der Pechvogel des Tages, Lil ist der Glückspilz des Tages, liegt hauptsächlich an der katastrophalen Leistung von Rot. Wir müssen irgendwie versuchen, ihn wieder aufzubauen. Und er möchte auch mehr geheilt haben. Das geben wir ihm mal nicht. Und Sven Jacobi bekommt natürlich auch nochmal ein Gespräch, weil das war hier großartig, was er hier gezeigt hat, was er hier geleistet hat. Das war richtig, richtig stark. Ja, Düren lässt Punkte liegen. Rot verliert hier sogar einen Punkt Fortschritt. Go bekommt ordentlich Punkte dazu. Sid van Sluter, Gobi Bandito, Lupo Schrage, Erik Obst. Ja, also gerade die jungen Talente bekommen viele Punkte dazu. Bei so einem wichtigen Spiel gegen so einen starken Gegner anzutreten. Jetzt hat er auch noch Magen-Darm. Nach letztem Spiel wieder aufbauen. Er hat das Spiel aber gut verarbeitet. Wir konnten nur 679 von den 5000 Freundschaftsschals verkaufen. Das heißt, wir waren mit den 1000 eigentlich schon ziemlich nah dran am Optimum. Wahrscheinlich hätten wir mehr verkauft, wenn wir gewonnen hätten, könnte ich mir vorstellen. Wir werden es das nächste Mal mit 1500 Schals versuchen. Zwischen Tür und Angel, ich bin bereit. Wollen Sie noch kurzfristig bei einer Filmveranstaltung Ihres Sponsors Krone und Brückner mitmachen? Ja, klar. Die Personalabteilung würde gerne eine Umfrage zu Mitarbeiterwünschen durchführen. Genehmigen? Ja. Ein ehemaliger Spieler hätte gerne Karten für das nächste Spiel. Erich Duwe, selbstverständlich. Die Buchhaltung hat sich als Team-Event Paintball ausgesucht. 1000 € kostet der Spaß, okay. Relativ günstig für 50 Mitarbeiter, ja. Ein Mitarbeiter weiß nach seiner Scheidung nicht mehr, wohin mit seiner deutschen Dogge. Darf er sie mit ins Büro bringen? Ich bin großer Hundefreund, ja. Mika Stöcker. Ach so, du bist das.
Ich hab dich nicht mitbekommen, dass du an meinem Büro geklopft hast. Ich war ganz doll beschäftigt, Mika. Wir hatten einen Termin. Ach so, das tut mir leid. Dann machen Sie doch gern mal einen Termin mit meiner Sekretärin aus nächstes Jahr. In anderthalb Jahren. Ja, so in 2 Jahren wäre der nächste Termin frei. Genau. Ist kein Problem. Sven Jacobi, du hast super gespielt. Wirklich ein ganz, ganz klasse Spiel gewesen von Sven Jacobi. Das wollen wir unterstützen und ihm das auch nochmal persönlich sagen. Jetzt wollen wir den Bayern die Lederhosen ausziehen und Sid van Sluter kommt in das Tor. Tizian Poletti wird hochgezogen, das ist der Torwart aus der zweiten Mannschaft. Eigentlich auch ein guter Kerl, 19 Jahre alt, ist bald ein Siebener. Aber gegen Bayern München tut das natürlich weh, dass Sid van Sluter jetzt hier drin steht. Ich meine, er hat immer gut gehalten, aber reicht es auch, um gegen Bayern gegen anzukommen? Wir werden es herausfinden. Wir haben schon letztes Mal gesagt, es wäre wirklich gar keine Schande, wenn wir gegen Bayern verlieren sollten. Und wir werden uns jetzt auch keinen Druck machen. Nächste Woche spielen wir im DFB-Pokal gegen Köln. Das ist wichtiger für uns als das Spiel gegen Bayern. Deswegen versuchen wir, unsere Spieler weitestgehend zu schützen und zu schonen. Und das machen wir auch. Camilo Beach, Lupo Schrage, Gorbi Bandito, Götterfunke, Feinherb Flick. Dr. Useful macht schon Sinn für den Künstlerindex. Makun könnte später für Gorbi Bandito kommen. Dann könnten wir Useful Blanche nochmal auswechseln. Ansonsten passt das eigentlich. Und damit sind wir eigentlich ganz gut dabei. Dann kommt noch Serigo Raimundo rein. 0815 für Plani Cox. Und Erik Obst für Atoriu. Künstlerindex ist voll. Unsere Stärke ist stark unterlegen gegenüber den Bayern. Aber unsere Priorität liegt jetzt nicht auf diesem Spiel. Das muss man ganz klar sagen. Wir spielen defensiv mit langen Bällen. Extrem defensiv. Und alles durch die Mitte. Eine andere Wahl haben wir auch nicht. Hier gehen wir in die Manndeckung der Außenspieler. Wir haben keine Schwachstelle, es ist eine super starke Mannschaft. Ihr schaut euch diese Mannschaft an von den Bayern. Das heißt, wir gehen in die Außenverteidiger, die sich um die Außenstürmer kümmern. Wir könnten Camilo Beach ansprechen, aber ich glaube, gegen die Bayern macht das wenig Sinn. Wir können gerne einen Wutpunkt ausgeben, weil das gegen Lille hätte wirklich gewonnen werden müssen. Aber im Großen und Ganzen gehe ich nicht davon aus, dass wir hier einen Sieg rausholen können. Da ich nicht davon ausgehe, gibt es natürlich eine finanzielle Belohnung, wenn wir es doch hinbekommen sollten. Und zwar 17.000 pro Spieler. Falls wir gewinnen sollten. Ich gehe nicht davon aus. Trotzdem geben wir alles. Trotzdem versuchen wir selbstverständlich hier am Ende zu Null zu spielen. Auf geht's! Düren gegen den FC Bayern München. Das wird spannend. Im ausverkauften Dürener Stadion. Düren steht sehr defensiv. Wir müssen auch defensiv spielen. Es dürfen nicht allzu viele Schüsse auf das Tor von Sid van Sluter kommen. Bis hierhin
klappt es. Da steht auch unten, erster Teilerfolg für Düren, es steht noch 0-0. Der Künstlerindex von Bayern nicht ganz so ideal wie unserer. Unter anderem haben wir dort zu wenig Analytiker im Spiel. Das könnte uns eventuell helfen. Kriegen wir mal einen Konter hin? Meint ihr, das wäre möglich? Noch nicht jetzt. Arthur Dixon auf Marcus Oliveira. Stefan Sluter fängt den Ball sicher. Weiter geht's. Düren wird führen. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Gelbe Karte für Dan Uma. Klar, so eine rote Karte würde uns hier das Leben retten. Das wäre natürlich ideal. Aber auch Dr. Useful Blanche bekommt eine gelbe Karte. Das ist alles nicht ganz so einfach. Aber hey, erste Halbzeit 0-0 überstanden. Das riecht für mich fast schon nach einer extra Motivation. Denn dann hätten wir die Möglichkeit, vielleicht wirklich einen Punkt mitzunehmen hier. Dr. Useful Blanche, du wirst gewechselt. Plani Cox kommt zu dir und sagt 0815 Hallo. Und dann brauchen wir einen zweiten Künstler. Das kriegen wir nur mit Makun hin. Makun und Lupo Schrager. Camilo Beach. Drei Wechsel sind noch möglich. Camilo Beach, wir können dich gern ein bisschen motivieren. Du hast echt nicht super gespielt. Aber es ist auch schwer gegen die Bayern. Und Lupo Schrager, das kannst du auch ein bisschen besser. Der sieht es etwas anders. Ja. Ja. Bayern wird müde. Bayern wird müde. Wir gehen in die extra Motivation. Wir haben uns alle aufgespart. Dann können wir mal gegen die Bayern das auch mal in der Liga anwenden, finde ich. Männer, was soll ich zur ersten Halbzeit sagen? Das war wie Spaghetti ohne Soße. Da brauche ich nicht zum Italiener. Die kann ich mir auch zu Hause machen. Obwohl einige von euch die Dinger wahrscheinlich durchbrechen und gleich ins kalte Wasser schmeißen. In der zweiten Halbzeit erwarte ich ein Gourmet-Essen von euch, damit das mal klar ist. Auf in die zweite Hälfte. Wir geben alles, um eventuell mit dem extra Motivator ein bisschen Rückenwind mitzunehmen. Vielleicht ergibt sich ja eine Chance für Düren. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig genial. Doch Bayern drückt gegen. Bayern gibt nicht nach. Jetzt aber mal Düren mit einem Konter. Serigo Raimundo auf Reinaldo Götterfunke. Reinaldo Götterfunke spielt ab auf Lupo Schrage. Lupo Schrage! Da ist er doch! Auf der linken Seite. Und macht das Tor. Mit dem linken Fuß. Stark gemacht. 1-0 für Düren, da hat sich doch der Extra-Motivator gelohnt. Wir bleiben extrem defensiv. Es wäre natürlich auch für Stefan Sluter ein absolutes Highlight, wenn er hier gegen die Bayern 0-0 spielen würde. Und ich würde ihm das auch vom Herzen gönnen. Die meisten Spieler, die gerade auf dem Feld stehen, müssen nicht im Pokalspiel gegen Köln auf dem Feld stehen. Das heißt, wir können den hohen Einsatz durchaus oben halten, um hier eventuell die Defensive oben zu halten, um eventuell 3 Punkte und im schlimmsten Fall nur einen Punkt gegen die Bayern mitzunehmen, was ein riesiger Erfolg wäre. Wir hatten eine einzige Chance, die haben wir großartig mit Lupo Schrage umsetzen können. Und wenn das hier so bleibt, dann wäre das natürlich ein absolutes Highlight. Josef Kettner und Stefan Sluter hält nochmal alles, was da auf sein Tor kommt. Richtig stark gemacht. Bekommt auch eine Top-Note hier. Stefan Sluter, Bock, stark, wirklich. Toll gespielt, toll gemacht. Du kannst stolz auf dich sein, was du hier geleistet hast. Stefan Sluter und Lupo Schrage,
die beiden Spieler, die heute über das Spiel entschieden haben. Natürlich auch andere, die gut gespielt haben. Feiner Pflick, Erik Obst, Sirigu Raimundo, der natürlich auch den Konter eingeleitet hat. Darf man alles nicht vergessen. Reinaldo Götterfunke mit dem direkten, mit der direkten Vorlage auf Lupo Schrage. Das war toll, das war richtig toll. Und so kann Düren Bayern wirklich die Lederhosen ausziehen. Düren zieht weiter nach vorne, jetzt 6 Punkte entfernt vom zweitplatzierten Leverkusen. Das ist fast schon unglaublich. Und dabei haben wir gesagt, uns ist nicht mal wichtig, dass wir das gewinnen. Kein Spieler in der Elf des Tages. Wir haben eine Teamleistung gezeigt, wie immer. Das war keine Einzelleistung. Sondern als Team haben wir gegengehalten. Gegen Bayern. Und wow, Teamgeist plus 8. Auf dem 9-1, Allzeithoch bei 82. Wow, wow, wow. Ganz, ganz toll, Düren. Ganz, ganz toll. Und Zitwan Sluter, mit dir würde ich auch gerne nochmal sprechen. Das war nämlich richtig toll. Da kannst du gerne nochmal gelobt werden. Und Lupo Schrage wird nochmal gelobt. So. Und dann gucken wir mal. Sirigu Raimundo kann vielleicht für seine Form nochmal gelobt werden. Weil der hat ja auch toll trainiert und so. 0815 hat auch toll trainiert. Viele haben toll trainiert. Schön, 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 schön. Ja. Alles toll. Alles toll. Neo Lamprecht bekommt die neue Stufe. Sehr schön. Zitwan Sluter. Das war super. Lupo Schrage, du willst immer ein bisschen mehr gelobt werden, als du es dir verdient hast, aber diesmal hast du dir wirklich einen super verdient. Sirigu Raimundo, dann kriegst du aber auch einen super. Und wir machen eine Fahrradtour mit Maike. Schön. Als nächstes stehen zwei Spiele an. Einerseits gegen den 1. FC Köln, andererseits gegen Hertha BSC. Wen fördern wir? Arturio wird gefördert in dieser Woche. Spieler sind glücklich. Naja, außer Camilo Beach, aber da können wir gerade nichts dran ändern. Wir können mal Jugendtraining anschauen. Bisschen die Jugend unterstützen, das sollte passen. Wir können auch das Jugendinternat ausstatten, oder? Da haben wir schon getan. Nein, wir haben schon getan. Okay, wer kommt noch ins Internat? Diesen Torwart haben wir im Internat. Finde ich aber gar nicht schlecht. Dieser Stürmer mit 6,3 können wir auch mal reinstecken. Wen haben wir hier noch? 6,6. ZMler aber. 5,8 OMler als Künstler. Ja, du kommst noch mit rein. Finde ich gut. Alexander Himmel, das war glaube ich eh der, der aufhören wollte, oder? Genau, der hört eh auf. Das passt, der ist ein bisschen zu schlecht. Und die sind ja auch noch jung hier zum größten Teil. Ja, das passt schon. Ja, wir haben schon ganz gute Jugendspieler dabei, muss man sagen. Schön, schön, schön. Mike, ich zeig dir diese Woche nur meine Liebe. Wir machen aber nichts miteinander. Mehr Biss brauchen wir nicht. Kronan Brückner, wir waren doch schon bei euch. Na gut, wir machen es nochmal. Und wir müssen uns jetzt natürlich besonders auf Köln vorbereiten. Das heißt, 11 Meter. Das heißt, Einwürfe und Torabschlüsse. Und dann haben wir hier so ein Spiel gegen Hertha.
Torabschlüsse und Eckenstrafraum nochmal. Dann sind wir doch eigentlich durch, oder? Nee, dann haben wir schon wieder das nächste Spiel gegen Lille. Eieieiei, die Doppelbelastung ist ganz schön hart. Dann gehen wir in die aktive Erholung hier rein. Arturio und Sid von Sluter werden hier gefördert. Rot ist noch ein wenig kaputt. Können ihm nochmal gute Besserung wünschen. Rein in die Woche. Gute Besserung. Und ja, Sid von Sluter hat toll gespielt. Rot hat gerade eine schlechte Phase. Wir könnten überlegen, Sid von Sluter anstatt Rot in dieses Spiel zu bringen. Aber einerseits ist Sid von Sluter eigentlich schlechter individuell. Und andererseits würden wir damit Rot zeigen, dass wir ihm nicht vertrauen. Und es würde noch viel schwerer werden, ihn wieder zurückzuholen zu alter Stärke. Deswegen machen wir es nicht. Christoph Damm ist hier im Tor des Monats zumindest nominiert worden. Das wollen wir uns mal anschauen. John Wainies auf Christoph Damm und der zieht einfach mal ab. Schön. Nominiert zum Tor des Monats. Aber Tor des Monats wurde dieses Tor von Bayer Leverkusen. Anton Holzer auf Zavazin, auf Marco Delmas. Marco Delmas dribbelt durch. Marco Delmas macht es selbst. Mit Pfosten. Cool. Schön, schön, schön. Gabriel Engel wird weiter gefördert. Wow, geil. Rookie des Monats. Dreimal ein dürrender Name. Camilo Beach erreicht den zweiten Platz mit 40%. Das war ganz schön knapp gewesen. Dr. Useful Blanche wird erster mit tollen Leistungen, 46%, abgeschlagen, aber trotzdem Rookie des Monats geworden, vor allen anderen Spielern, auch von den anderen Vereinen. Plani Cox kann sich trotzdem auf die Schulter klopfen, das ist richtig gut, sich hier durchzusetzen, jedenfalls gegen alle anderen Mannschaften, ganz, ganz toll, bekommt ihr auch nochmal 10 Punkte für den Stufenfortschritt, sehr, sehr cool. Und gleich kommen noch die Spielerneubewertung, meine Lieben. Darauf freue ich mich ja auch schon. Wir spielen im DFB-Pokal gegen Köln und wir wollen alles auffahren, was wir auffahren können. Rot spielt, wir haben es eben besprochen. Ich fände es irgendwie komisch, wenn wir ihn nicht spielen lassen würden. Dann würden wir ihm ja auch überhaupt gar kein Vertrauen schenken. Sven Jakobi spielt links, Arturio rechts, Yusuf Blanche und Plani Cox in der Defensive, Irbis Leitner, John Wainies, rechts spielt Christoph Damm, links spielt Sargon Go. Gorbi Bandito spielt zusammen mit Makun Raphael. Nein, Gorbi Bandito spielt nicht. Wir brauchen noch einen Teamspieler. Dann kommt Tycoon hier mit rein. So. Damit sind wir gut aufgestellt und sollten in der Lage sein, dem ersten FC Köln ein wenig zuzusetzen. Sid van Sluter muss natürlich mitkommen. Wir gehen hauptsächlich durch die Mitte. Und spielen ein abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel, vorsichtig offensiv. Das ist schon ein wichtiges Spiel für uns.
Wir schaffen das heute. Wir schaffen das heute. Das kriegen wir hin. Wir gehen in die Sonderbewachung rein. Und so wird das Spiel ausgehen. Anpfiff. 1. FC Köln gegen den 1. FC Düren. Ich möchte sehen, dass ihr Köln wegfegt. Ich will endlich mal weit kommen im DFB-Pokal. Bisher sind wir immer in der ersten Runde rausgeflogen. Jetzt das erste Mal über die erste Runde hinweg. Marcon auf Ibis Leitner macht hier das erste Tor in der 11. Minute. Leitner. Sehr, sehr stark und das auswärts. Die Kölner Fans, die können noch mehr Pyro zünden. Die werden nichts dagegen tun, dass Düren sie vom Hofe fegt. Auch wenn es eigentlich ihr Hof wäre. Sehr schöner Auftakt hier. Düren bekommt aber auch eine Antwort über Mike Fieselmann. Anthony Haggard rot fängt den Ball sicher. Das hier war gefährlich. Roth vielleicht heute mit einer besseren Leistung. Alleine dieser eine Schuss hat dazu geführt, dass Roth eine Wertung von 1,0 bekommen hat. Das war ein sehr, sehr starker. Eine sehr, sehr starke Parade. Das war auch ein sehr, sehr schöner Schuss. Von wem war das? Sven Jakobi, glaube ich. Marcon Raphael dribbelt sich durch, macht nochmal einen Distanzschuss. Marcon Raphael in der 26. Minute mit dem 2:0 für den 1. FC Düren. Dieses Mal lassen wir uns nicht so leicht aus dem DFB-Pokal rauskegeln. Wir halten aber die Spannung oben. Wir werden jetzt nicht vom Einsatz runtergehen. Insbesondere, weil Köln auch immer wieder drückt, immer wieder kommt, immer wieder Chancen holt. Und das war auch gefährlich, vor allem wo ich die Position von Roth da sehe. Glück gehabt, Außenpfosten. Wir müssen weiter drücken. Angriff Düren, Dr. Useful Blanche. Dr. Useful Blanche auf Go zurück auf Ibis Leitner. Kein Doppelpark für ihn. Nochmal ein Eckball. Christoph Damm. Christoph Damm findet Tycoon Moore. Oberkante der Latte. Es geht weiter. Jetzt dranbleiben. Angriff Düren. Nach einem Fehler von Maler John. Christoph Damm hat sich den Ball abgeluchst und belohnt sich. Christoph Damm hier mit dem 3:3, 3:3, 3:0. Super stark. Distanzschüsse, das kann er. 3:0. Eine sehr komfortable Ausgangssituation. Dr. Useful Blanche bekommt jetzt hier leider noch eine gelbe Karte, aber das sollten wir hinbekommen. Mit einem Wechsel und einer Taktikverschiebung in der zweiten Halbzeit können wir ein bisschen entspannter rangehen. Ein 3:0 ist durchaus ein komfortables Polsterchen. Useful Blanche wird ausgewechselt. Wer kommt für ihn? 08:15. Wir bringen rein einen weiteren Künstler. Das kann nur Lupo Schrage sein. Wir brauchen dann aber auch noch einen weiteren Teamspieler. Das könnte Erik Obst sein, das könnte Feiner Flick sein. Ibis Leitner spielt so gut. Christoph Damm auch.
dass ich vielleicht sogar Erik Obst bringen möchte. Zwei Wechsel hätten wir noch. Die brauchen wir aber nicht. Irbis Leitner, du spielst super. Christoph Damm, du auch. Wir haben einen extra Motivator auf der anderen Seite. Wir wechseln auf defensiv mit langen Bällen, extrem defensiv. Wir brauchen keine weiteren Tore. Und können hier vom Einsatz ein bisschen runtergehen. Und so geht es in die zweite Hälfte. Köln investiert in einen extra Motivator, wechselt aber nicht. Düren mit frischen Kräften, immer noch einem guten Künstlerindex, während Köln noch nicht einen einzigen Künstler auf dem Platz haben. Jetzt gibt's den ersten Wechsel, um die Offensive ein bisschen zu stärken. Go bekommt eine gelbe Karte, das können wir mit einem Wechsel ein wenig entschärfen. Da kommt Serigo Raimundo rein. Da brauchen wir nicht das Risiko eingehen, dass wir eventuell hier früher oder später eine gelb-rote bekommen. Das holen wir ganz entspannt, ganz locker, ganz ohne Stress nach Hause. Diese 3:0 Führung, die wird uns keiner mehr nehmen. Wir sehen auch, dass unsere Spieler weiterhin toll spielen. Christoph Damm mit einer 1,0 Wertung mittlerweile. Makun auch mit einer 1,5. Wir sehen zwar wenig davon, aber sie spielen super und ich bin sehr stolz auf unsere Jungs. Auch Rot hier, mal wieder zu 0. Planikox auf Makun, John Wainis. Jetzt geht's schnell voran, John Wainis. Oh, der kommt nicht vorbei an Pankratz. Out. Das wäre noch ein richtig schönes Tor gewesen, aber macht nichts. Düren gewinnt gegen Köln im DFB-Pokalspiel der zweiten Runde mit 3:0. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Hier gibt es noch die Verlängerung. Dortmund hat sich hier gegen Jahn Regensburg ganz schön schwer getan, aber haben es noch geschafft. Und es geht weiter. Ja. Rot ist wieder zurück. Unter den Lebenden, das gefällt mir. Das sieht soweit ganz gut aus. Ja, wer ist unser nächster Gegner? Arminia Bielefeld. Wir haben jetzt anscheinend wirklich Glück. Richtig gut. Arminia Bielefeld. Schön. Guter nächster Gegner. Diesmal kommen wir wahrscheinlich richtig weit im DFB-Pokal. Jetzt kommen wir zu den Spielerneubewertungen. Oh, wie toll. Verbesserung bei Makun, bei Lokendajang, bei Go, bei Reinaldo Götterfunke, bei Erik Obst. Bei Rot keine Abwertung, das war wichtig. John Wainis auch eine Aufwertung, eine starke sogar. Gorbi Bandito eine kleine Abwertung. Gromlock eine Aufwertung, in seinem Alter auch sehr wichtig. Serigo, eine Aufwertung. Feiner Pflick, eine Aufwertung. Christoph Damm, wow, wird zum 13er. Was war er denn für eine Traumverpflichtung? Lupo, eine starke Abwertung, eine ganz, ganz starke Abwertung. Dr. Useful Blanche, unvollständiges Scouting, nicht so schlimm. Camilo, eine starke Aufwertung, cool. Irbis, eine Aufwertung, auch cool. Sid van Sluter, keine Änderung. Leute, das ist doch großartig. Also Makun hat seine Schusstechnik stark verbessert. Lukender Zhang 12% mehr. Sargon Go 7%. Reinaldo Götterfunke 8%. Erik Obst 12%. Also bis hierhin alles großartig. Rot keine Abwertung.
War wichtig, das war wichtig. Arturio hätte ich mir eine Aufwertung gewünscht, aber ist auch in Ordnung, weil der hat auch ein paar Tore gemacht. John Wainis, starke Aufwertung von 25%. Gorby Bandito hat jetzt ein paar mehr Tore geschossen in letzter Zeit. Ja, reicht vielleicht noch nicht, aber die Abwertung ist noch in Ordnung. Gromlock könnte vielleicht doch nochmal zum Zehner werden auf seinen erfahrenen Jahren. Sirigu Raimundo eine kleine Aufwertung, Feiner Pflick eine Aufwertung. Christoph Damm, das hier ist wirklich heftig. Unvollständiges Scouting war das bei ihm. Ja, der wollte so ein hohes Gehalt haben. Aber der ist halt auch einfach bei den 13er. Wow. Wir haben ihn bis 2033 noch. Lupo Schrage, zu wenig Tore geschossen. 3 Stück hat er geschossen, reicht nicht. Schade, schade, schade. Dr. Useful Blanche, unvollständiges Scouting, das ist nicht so schlimm. Camilo Beach, eine dicke Aufwertung, auch nochmal um 26%, das ist sehr, sehr stark. Irbis Leitner, auch nochmal 21%. Ich bin sehr stolz auf unsere Jungs, muss ich sagen. Bin sehr, sehr stolz auf unsere Jungs. Gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Und die paar Abwertungen, die sind auch nicht so schlimm. Das ist ein Gorby Bandito, das ist ein Lupo Schrage, das ist ein Useful aufgrund des unvollständigen Scoutings. Da kommen wir ganz gut bei rum. Wir spielen nächste Woche wieder gegen Lille. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir uns wieder ein wenig schonen würden. Gromlock spielt, Götterfunke spielt. Wenn 0815 spielt. Lukender Jung. Sirigu Raimundo. Feiner Pflick. Camilo Beach. Tycoon Makun. Tycoon Lupo. Oder Gorby Bandito Lupo. Wir haben nur einen Künstler, aber mit Lupo haben wir einen Stufe 2 Künstler, das ist umso besser. Und damit bin ich eigentlich zufrieden. So. Hertha BSC ist auf Platz 6, dürfen wir nicht unterschätzen. Arekuchu ist definitiv eine Schwachstelle, würde ich behaupten. Ja, abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel ist, glaube ich, okay gegen Hertha BSC. Wobei vielleicht auch defensiv mit langen Bällen ein bisschen sinnvoller wäre. Wir kommen über alle Seiten gleichmäßig. Und dieser Kutschu wird unsere Schwachstelle und dann geht's wieder auf die Manndeckung. So. Das sieht heute nur diese eine Aufgabe. Ja. Einen guten Lauf, jetzt nicht nachlassen. Und dann werden wir in Berlin zeigen, was Düren so kann. Manch einer bringt die Hauptstadt nach Düren. Wir bringen Düren in die Hauptstadt. Anpfiff Hertha BSC gegen den ersten FC Düren. Wir spielen defensiv, weil Hertha durchaus eine starke Mannschaft hat. Liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt Spieler auf dem Platz haben, die spielen, um die anderen Spieler zu schonen.
die vielleicht noch ein bisschen wichtiger sind für den DFB-Pokal, für die Champions League. Wir hatten jetzt ein DFB-Pokalspiel und wir haben jetzt die Champions League wieder in ein paar Tagen. Diese Doppelbelastung, die ist natürlich schwierig anzugehen. Und deswegen brauchen wir auch eine tolle Doppelbesetzung, aber wir können hier in Düren wirklich mit Stolz sagen, wir haben eine tolle Doppelbesetzung. Jetzt aber erstmal Hertha BSC mit dem Angriff über Felix Amesbury. Ein Elfer. Der macht das Ding, der macht das Tor und Rot kommt er nicht mehr ran. Aua, sage ich da nur. Wir hauen mal alles rein, was wir haben. Das ist nicht gut. Also ein Unentschieden sollten wir hier schon rausholen. Klar, wir haben 6 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Aber wir wollen uns ja trotzdem nicht ausruhen und mindestens einen Punkt mitnehmen. Gegen Hertha. Auch wenn uns die internationalen Spiele und die Spiele im DFB-Pokal ein bisschen wichtiger sind als die Ligaspiele. Insbesondere, weil es in der Liga so gut läuft. Hätten wir jetzt zu kämpfen um den Abstieg, dann wäre natürlich die Liga wichtiger. Aber da wir gerade auf dem ersten Platz sind mit 6 Punkten Vorsprung, haben wir das Glück und das Privileg, hier das ein wenig höher zu priorisieren. Wir bringen einen zweiten Künstler rein. Useful Blanche für 0815, der sich hier die gelbe eingesteckt hat. Und wir sprechen mal mit ein paar Spielern. Gorbi Bandito, das kannst du besser. Und Rot kannst du ebenfalls besser. Dann geht ihr mal mit allem raus, was ihr habt. Konter Düren, so sieht es aus. Camilo Beach spielt auf. Gorbi Bandito, der setzt sich toll durch. Gorbi Bandito, übers Tor. Schade. Aber vielleicht gibt es nochmal so eine Chance. Das war auf jeden Fall ein richtig guter Angriff. Ein schöner Konter, besser gesagt. Freistoß, Reinaldo Götterfunke. Spielt auf. Lokenda Jang, als wäre es einstudiert gewesen. Doch Gasparian Tamasian fängt den Ball. Das wäre auch einfach zu schön geworden. Düren gibt alles. Der Ausgleich, er liegt in der Luft. Reinaldo Götterfunke holt sich den Ball. Gorbi Bandito spielt auf Lokenda Jang. Lokenda Jang, Lokenda Jang auf Götterfunke. Götterfunke macht das Ding. Sein 4. Tor in der Liga. Nach der Vorlage von Lokenda Jang. Ausgleich für Düren. Jetzt haben wir noch 30 Minuten. Und die können wir nutzen, um noch in Führung zu gehen. Es wäre nicht das erste Mal und es wäre auch nicht das letzte Mal, dass wir hier ein Spiel drehen können. Doch die Herthaner kommen ebenfalls nochmal rein. Nevio Bong auf niemanden. Der macht's selber. Und er macht's gut. 66. Minute. Hertha mit dem erneuten Führungstreffer. Jetzt reicht es Düren. Und wir gehen in den direkten Angriffsfußball. Und wir haben jetzt auch nur noch so ein paar Minuten zu spielen. Da können wir gerne nochmal in ein paar Wechsel reingehen. Makun kommt. Tycoon kommt. Christoph Damm kommt. Und Irbis Leitner
Wir wollen unsere Leute schon, aber die letzten Minuten können sie gern nochmal spielen. Und jetzt wird nochmal richtig, richtig Druck gemacht. So. Direkter Angriffsfußball von Düren. 20 Minuten. Die Spieler, die sich schonen sollten, dürfen sich jetzt gern 20 Minuten nochmal anstrengen. Und zeigen, warum wir diese Klasse haben. Zumindest einen Punkt. Einen Punkt holen für Düren. Einen einzigen. Freistoß. Gorbi Bandito. Sicher gefangen. Von Tamasian. 85. Spielminute. Geht da noch was? Die Frage aller Fragen. Irbis kriegt eine gelbe Karte. 89. Spielminute. Bekommen wir noch mal eine Chance. Angriff Düren. Reinaldo Götterfunke. Auf Irbis Leitner. Findet Gorbi Bandito. Götterfunke! Sieht eine Taube im Stadion. Und er hat auch eine Vogelfobie. Will sie runterschießen. Tontauben schießen hat er bereits mit seinem Vater gemacht in seiner Jugend. Jetzt macht er es mit dem Ball im Stadion. Düren unterliegt dem Hertha BSC mit 2:1 und die Herthaner haben das stark gemacht. Düren hat seine Chancen nicht umsetzen können. Hertha hat die wenigen Chancen gut umsetzen können. Damit holt sich Düren leider eine Niederlage. Aber Bayer Leverkusen hat auch verloren gegen Frankfurt. Und das lässt die Tabelle wie folgt ändern. Wir bleiben natürlich weiterhin auf Platz 1 und haben 4 Punkte Vorsprung auf Bayern. Hätte Leverkusen gewonnen, wären es nur noch 3 Punkte Unterschied auf den Nächstplatzierten. Also wir können uns sowas ja durchaus mal gönnen. Aber schön ist es natürlich nicht. Wir haben aber auch natürlich nicht mit unserer besten Mannschaft gespielt. Wir müssen unsere Ressourcen so ein bisschen runterdämpfen, damit wir halt im DFB-Pokal gegen Köln so gut spielen können, wie wir gespielt haben. Damit wir in der Champions League so gut spielen können, wie wir spielen. Wir sind im DFB-Pokal sicher weitergekommen. In der Champions League sind wir Gruppenführer. Momentan jedenfalls noch. Da brauchen wir uns nicht unter den Scheffel stellen, sind an der Tabelle an Platz 1 in der Liga. Bisher könnte es kaum besser laufen. Deswegen ist alles gut, wie es gerade läuft. Brauchen wir uns wirklich keine Gedanken machen. Gorbi Bandito und Lupo Schrage, ja, das sind die neuen Bewertungen, Dr. Yusuf Blanche, aber gerade Christoph Damm. Das ist natürlich großartig, was wir hier sehen. Wow, wow, wow. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Bin sehr zufrieden. Teamgeist sinkt natürlich durch insbesondere sportliche Situationen, temporäres. Ja, das ist jetzt der Niederlage geschuldet, aber das kriegen wir schon alles wieder hin. Das sollte nicht das Problem sein. Ganz, ganz toll, was Düren heute wieder gezeigt hat. Es war heute ein Auf und ein Ab. Es war nicht so butterweich, wie wir es sonst kennen von Düren, in letzter Zeit zumindest. Aber unterm Strich kann man trotzdem sehr stolz sein, was wir hier alles geleistet haben. Mit Düren, mit unserer wunderschönen Mannschaft, auf dem internationalen Parkett, auf dem nationalen Parkett. Und ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel drin. Wenn ihr das auch glaubt, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge wieder.